Herzlich willkommen zur Vorlesung. Oh, Verzeihung, war ich jetzt ein bisschen laut. Jetzt ein paar aufgeweckt hier. Ja, das ist die dritte Vorlesung heute. Passt die Lautstärke oder bin ich zu laut heute? Passt? Gut, okay. Weil mir so ein paar zusammenzucken, wenn ich gerade wieder anfange. Möchte ich euch ja nicht ärgern mit der Lautstärke. Also die dritte Vorlesung heute und ihr merkt, es gibt ein paar Parallelen zum Praktikum. Wir haben vorhin vielleicht ein paar Begriffe benutzt, mit denen ihr noch nicht so richtig was anfangen konntet. Und Ziel von der heutigen Vorlesung ist, euch ein bisschen den Hintergrund zu geben. Was machen wir da eigentlich? Was ist eigentlich dieses Git? Wozu brauchen wir das? Und ich möchte euch so ein bisschen so einen ersten Einblick zumindest daran geben, wie man das benutzt. Ansonsten hilft da nur eins, Git wirklich zu benutzen für eine Zeit lang. Und deswegen machen wir das im Praktikum auch. Ihr sollt das da kennenlernen, hier. Und zwar im kleinen Maßstab. Und zwar arbeitet ihr erstmal in Paaren und da schon mal als Vorausblick, ihr werdet im nächsten Semester, die meisten von euch zumindest, im Softwaretechnikpraktikum auch Git benutzen und das mit mehr Leuten. Und das ist ganz gut, man hat das schon mal zu zweit geübt, ja? Weil man sich zu zweit ärgert, man vielleicht weniger Leute, wenn man da irgendwie Mist baut. Gut, aber erstmal ein bisschen Einblick, was machen wir da eigentlich und wofür ist das da? Und mittlerweile habt ihr da vielleicht schon eine Idee, womit ich meine Vorlesung anfange, nämlich wir reden zuerst über Schaukeln, bevor wir zur Software kommen. Und zwar haben wir schon darüber gesprochen, wie Software entwickelt wird, dass da viele Personen, viele Rollen mit dabei sind, auch wenn man vielleicht bei kleineren Softwareprojekten das vielleicht nicht jeweils eine eigene Person ist, aber in größeren Unternehmen ist das vielleicht sogar jeweils eine extra Abteilung. Und insbesondere stellt sich die Frage, wenn das jetzt irgendwie, wenn ich überlegt habe, was möchte ich eigentlich bauen und so ein Projektleiter das Projekt in Auftrag nimmt und dann fange ich irgendwie an und ich programmiere das, dann muss ich da vielleicht auch überlegen, wann wird das dann ausgeliefert, wann wird diese Schaukel ausgeliefert und hier wird die Schaukel im Winter ausgeliefert, wo der Spielplatz irgendwie vielleicht schon weniger besetzt ist. Und wir werden uns heute angucken, was hat eigentlich dieses Ausliefern von Software mit Versionsverwaltung zu tun. Und wir werden merken, dass das relativ viel damit zu tun hat. Aber mit dem Begriff, den werden wir noch klären. Gut, es geht also in der Vorlesung um Versionsverwaltung oder Englisch Version Control. Im zweiten Teil gucken wir uns dann spezielle Operationen an. Eine habt ihr schon kennengelernt und da kamen ganz viele Rückfragen gerade zu diesem Git Ignore. Was ist das eigentlich? Wie geht das? Wie mache ich das? Da werden wir noch mehr kennenlernen. Und im letzten Teil gucken wir uns so ein paar aktuelle Trendthemen an. Wer hat schon mal was von Continuous Integration oder Continuous Deployment gehört? Da gibt es so ein paar Hände. Das sind die, die vielleicht etwas versierter sind oder das vielleicht schon mal irgendwo auch entweder gelesen haben oder auch vielleicht schon benutzt haben. Und wir werden uns angucken, was hat das eigentlich mit Versionskontrolle zu tun. Wir werden feststellen, dieses Hype-Thema hat als Grundlage Versionskontrolle. Also müssen wir erstmal die Grundlage legen. Gut, es gab es trug sich zu vor gar nicht allzu langer Zeit, dass es in Deutschland den Abgasskandal gab. Und es hat nicht bloß deutsche Automobilhersteller betroffen, sondern auch andere. Und insbesondere war da das Kritische, dass Gerichte gefordert haben, dass Automobilhersteller offenlegen müssen, welche Software ist eigentlich in welchem Fahrzeug verbaut. Und die müssen das nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, ja, weil der Quelltext von dem Auto, der ist ja vielleicht trotzdem geheim. Aber die müssen zum Beispiel in der Lage sein, das eine Anwaltskanzlei zur Verfügung zu stellen, um zu prüfen, ob diese Abschalteinrichtung in diesem Fahrzeug verbaut ist oder nicht. So, jetzt versetzt euch in die Lage, ihr seid so ein Automobilhersteller, ihr habt 10.000 Mitarbeiter oder vielleicht noch mehr und da gibt es irgendein Auto, das habt ihr vor 8 Jahren am Band am Montag um 8.30 Uhr oder 8.31 Uhr produziert und in dem Moment habt ihr da die Software drauf geflasht. Ja, da ist irgendeine Software draufgekommen und jetzt müsst ihr 8 Jahre später sagen, welche Software war das jetzt eigentlich? Und genau das wollen wir machen mit Versionskontrolle. Wir wollen, dass wir jederzeit später noch alle möglichen Stände von Software, die wir irgendwann mal produziert haben oder die wir irgendwann mal ausgeliefert haben, auf die wollen wir noch zugreifen können. Es gibt noch viele andere Anwendungsfälle, die gucken wir uns später noch an, aber insbesondere ist das eine wichtige Sache. Ein anderes Beispiel ist, es gibt immer mal wieder Sicherheitslücken und dann ist natürlich die Frage, welche Fahrzeuge sind eigentlich davon betroffen und das ist jetzt, wenn er sagt, Fahrzeuge interessieren mich nicht, ja, jedes andere Produkt hat auch Sicherheitslücken, jedes Produkt, was irgendwie im Internet verbunden ist, kann Sicherheitslücken haben, die müssen geschlossen werden, das heißt, ich muss herausfinden, welche meiner Produkte, welche Drucker, welche Handys haben irgendwelche Sicherheitslücken.
So, und da gibt es so ein Versionskontrolle ist quasi ein Teilgebiet von einem allgemeineren Gebiet und das nennt sich Konfigurationsmanagement. Was meint das? Lasst euch kurz auf Englisch lesen. So, also Konfigurationsmanagement befasst sich mit Regeln, Regelwerken, Prozessen und Werkzeugen, um sich ändernde Softwaresysteme irgendwie verwalten zu können. So. Wir haben halt, es gibt kein Software-System, was einfach da ist und nie wieder verändert wird, sondern überall gibt es Änderungen, zum Beispiel, weil Sicherheitslücken geschlossen werden. Es gibt irgendwelche Fehlerbehebungen, die stattfinden. Und das heißt, wir haben ständig irgendwie Änderungen. Und so eine Hypothese von mir wäre, wenn so ein Automobilhersteller so ein neues Auto auf den Markt bringt, dann ist die Software vielleicht auch noch nicht ganz so ausgereift, dann gibt es da irgendwie über die Zeit noch Updates. Das heißt, ich persönlich würde eher ein Auto kaufen, was irgendwie schon 2-3 Jahre auf dem Markt ist, weil dann ist die Software vielleicht stabiler. So, also es gibt einen Prozess, in dem quasi Software entwickelt wird und ich möchte quasi diese verschiedenen Stände der Software möchte ich irgendwie verwalten. Jetzt gibt es 4 grundlegende Aktivitäten in diesem Bereich Konfigurationsmanagement und das eine davon ist, ich möchte diese verschiedenen Versionen, die ich haben kann, die möchte ich erstmal irgendwo verwalten. Ich möchte, dass die irgendwo abgespeichert werden, ich möchte Zugriff darauf haben. Und ich möchte eben auch nach 8 Jahren noch sagen können, was war denn der Stand am Montag, den so und so vielten, um 8.31 Uhr, als ich dieses Fahrzeug quasi mit der Software geflasht habe, weil diese Software muss ich eben dann herausfinden. Gut, wir wollen also diese verschiedenen Versionen irgendwie abspeichern und wir wollen auch ermöglichen, dass ich simultan Änderungen mache, weil wenn ich so ein größeres Unternehmen habe, dann gibt es vielleicht nicht nur eine Person, die irgendwie an dieser Software gleichzeitig schreibt, sondern gibt es vielleicht viele Entwickler und wir wollen irgendwie ermöglichen, dass die parallel arbeiten können. Jetzt gibt es noch was anderes. Es reicht ja nicht, einfach Software zu programmieren, dann habe ich irgendwie diese Programme, sondern es ist natürlich ein größerer Prozess dahinter, kompilierbare Dateien daraus zu machen. Ja, ihr lernt das jetzt so langsam in Schritten kennen bei Java, da gibt es so einen Java-Compiler, dann gebe ich Java-Dateien rein und dann fallen Class-Dateien raus. Da habe ich jetzt ein paar Leuten gezeigt. Ihr solltet zum Beispiel bei diesem Gitignore im Praktikum, solltet ihr auch irgendwie sagen, welche generierten Dateien ausgeblendet werden. Da wäre es zum Beispiel sinnvoll, diese generierten Dateien vom Compiler auszublenden. So, das heißt, die Software-Systeme, die wir so erzeugen, da gibt es Source-Code zu, aber der Source-Code muss übersetzt werden. Und bei einem kleinen Java-Programm ist das relativ simpel. Ihr ruft den Java-Compiler auf, der kompiliert das, fertig. Bei einem großen System ist das deutlich komplexer. Und dann reden wir von sogenanntem System-Building. Das heißt, ich sammle erstmal alle Source-Code-Dateien. Und bei so einem Automobilhersteller, wer vielleicht mal Zugriff auf ein aktuelleres Fahrzeug hat, mein Fahrzeug hat das noch nicht, die aktuelleren Fahrzeuge haben Open-Source-Software drin und die müssen insbesondere auch zeigen, welche Open-Source-Systeme sie da drin verwenden. Und da könnt ihr euch mal so durchs Infotainment klicken und mal irgendwo auf so Infos und welche Open-Source-Lizenzen und euch da mal durchklicken. Und dann werdet ihr sehen, dass ein modernes Fahrzeug hat mehr als 1000 Systeme, die irgendwo in Open-Source weltweit verteilt entwickelt wurden. Das heißt, die müssen auch irgendwann zusammengesammelt worden sein, als dieses Auto hergestellt wurde. Die müssen erstmal alle irgendwo herkommen, die liegen alle auf verschiedenen Servern, die müssen zusammengeführt werden, gesammelt, kompiliert und verbunden werden. Gut, das war Versionskontrolle und das Bauen von Software oder System Building. Jetzt haben wir noch 2 andere Sachen, Change und Release Management. Tatsächlich, Versionskontrolle ist der Hauptfokus von der Vorlesung heute, sage ich gleich mehr noch zu. System Building gucken wir uns im dritten Teil der Vorlesung heute noch etwas genauer an. Die anderen beiden bloß der Vollständigkeit halber miteinander. Kommen wir auch später noch mal ein bisschen drauf in einer weiteren Vorlesung. Und zwar das eine ist Change Management. Es gibt viele Änderungen, die an dieser Software passieren. Und es gibt manche, die sollen vielleicht in der Zukunft passieren, andere die sollen nicht passieren. Es gibt vielleicht Nutzer der Software, die beschweren sich irgendwo und können irgendwo einen Eintrag anlegen, sie haben irgendwie einen Fehler gefunden. Und dann muss ich irgendwie entscheiden, in welcher Reihenfolge arbeite ich die jetzt ab? Welche arbeite ich überhaupt ab? Welcher Entwickler arbeitet an welchem von diesen Problemen? Und das ist das sogenannte Change Management. Ich überlege mir erstmal, was gibt es für potenzielle Änderungen in der Zukunft? Welche möchte ich jetzt irgendwie in der nächsten Zeit machen? Und welche Entwickler machen vielleicht welche Änderungen? Gut, und dann gibt es noch Release Management.
das ist eng verbandelt mit dem Change Management. Da ist die Frage, wann gibt es eigentlich eine neue Version? Ne? Zum Beispiel bei einem Fahrzeug wäre es jetzt nicht sinnvoll, wenn es einfach von in dem Change Management gibt es vielleicht irgendwie 20 Mal am Tag irgendwie eine neue Version der Software. Dann möchte ich aber nicht 20 Mal am Tag die Fahrzeuge in eine Werkstatt rufen und dann eine neue Software draufbringen. Ja, jetzt ändert sich da gerade ein bisschen was. Die meisten deutschen Automobilhersteller sind jetzt gerade im Umbruch, dass sie quasi Software-Updates auch over the air bereitstellen. Das heißt, euer Auto sagt vielleicht dann auch, wenn ihr das starten wollt, ich mache gerade ein Update, ich kann jetzt nicht starten. Oder im besten Fall macht es das irgendwie, wenn ihr das gerade ausstellt. Und das Auto der Meinung ist, dass es vielleicht jetzt für länger ausstellt und dass es nicht gerade an der Ampel war. Gut, Release-Management bedeutet, wann gebe ich die Software wieder raus? Wann gebe ich die wieder raus an Nutzer? Und auch das will man teilweise entscheiden. Wer kennt den Patch-Day von Windows? Okay, das sind nicht so viele. Wann ist der? Der Patch-Day von Windows? Der ist am zweiten Mittwoch im Monat, glaube ich. Aber korrigiert mich gern, wenn es jemand besser weiß. Und da ist es eben so, dass ihr mit rechnen könnt, dass quasi an diesem Tag die Systeme zumindest mal neu starten wollen und es gibt zum Beispiel Berechnungen, die man vielleicht über Nacht laufen lassen will und dann startet der Rechner zwischendurch neu und am nächsten Tag stellt man fest, okay, meine Berechnungen wurden nicht gemacht, weil der Patch-Day stattgefunden hat. Deswegen ist manchmal sinnvoll, das zu wissen. Es gibt andere Release-Zyklen. Wir nutzen im Praktikum Eclipse. Eclipse hat alle Vierteljahr eine neue stabile Version, die da veröffentlicht wird oder eine neue Version. Dann gibt es alle, ich glaube alle Jahr gibt es alle Vierteljahr eine neue Version. Alle Jahr gibt es eine, die auch für längere Zeit sozusagen weiterentwickelt wird. Gut, das alles ist Release-Management. Und jetzt können wir auch noch anders drauf gucken. Und zwar, was sind denn diese Phasen? Was sind denn eigentlich Entwicklungsphasen? Und es gibt prinzipiell erstmal eine Entwicklungsphase, wo ich einfach erstmal die Software schreibe, wo ich im Wesentlichen programmiere, nur dass wir eben, und das werden wir im Laufe der Vorlesung auch noch sehen, vielleicht nicht nur programmiere, sondern auch irgendwelche Dokumentationen schreibe und ähnliches. Deswegen nennen wir das Entwicklung und eben nicht nur Programmierung. Dann gibt es eine Testphase und wir gucken uns in der nächsten Vorlesung nächste Woche ein bisschen detaillierter an, wie man eigentlich testen kann. Aber da möchte ich eben ja vielleicht intern das schon mal herausgeben, vielleicht für andere Abteilungen, damit die gucken können, wenn ich hier die Software so ändere, funktioniert das dann auch noch im Zusammenspiel im Fahrzeug mit anderen Teilen der Software. Und dann gibt es die Release-Phase und das ist eben eng verbunden mit dem Release-Management. Ich muss eben an irgendeiner Stelle sagen, ab jetzt soll die Software ausgeliefert werden und das geht auch nicht von heute auf morgen. Ich hatte eben den Windows Patch Day angesprochen. Das heißt nicht, dass ich schalte das frei, den Release, und nach 10 Minuten sind alle Windows-Rechner aktualisiert, sondern das ist typischerweise ein Prozess von vielleicht einen Tag. Dann gibt es ein paar Nutzer, die klicken ein paar Mal weiter und sagen, nee, heute nicht und diese Nacht nicht und bitte auf morgen verschieben. Das heißt, es ist typischerweise ein Prozess und dann gibt es vielleicht auch ein paar Rechner, die sind einfach 2 Jahre lang offline oder aus und werden dann wieder eingeschaltet, weil Mitarbeiter vielleicht aus der Elternzeit zurückkommen. Gut, das sind also die verschiedenen Entwicklungsstadien und wir können eine Softwareversion immer zuordnen, wird sie gerade entwickelt, wird sie gerade getestet oder ist sie veröffentlicht. Gut, was ist jetzt diese Versionskontrolle, was sind die Ziele? Wir wollen einerseits, das hatte ich vorhin als Beispiel, als Aufhänger, wir wollen vielleicht im Nachhinein noch herausfinden, welche Version der Software auf irgendeinem Produkt vermarktet oder rausgegeben wurde. Das primäre Ziel von Versionsverwaltung ist allerdings gemeinsames Arbeiten. Also wir wollen unterstützen, dass mehrere Personen an dem Quelltext zusammenarbeiten können. Die sollen also Dateien synchronisieren, ja, weil letztendlich alles, was wir in Software entwickeln, sind auch bloß wieder Dateien auf irgendeinem Personal Computer oder Tablet oder was auch immer. Das sind quasi Dateien in Ordner, die wir irgendwie synchronisieren müssen untereinander. Ihr werdet das auch merken, ja, wenn ihr jetzt ein Paar programmiert, und der eine hat was programmiert beim letzten Mal und ihr wollt jetzt was programmieren, dann müsst ihr irgendwie zu diesem Stand kommen. Ja, und da werdet ihr jetzt geht dann auch tatsächlich im Praktikum schon einsetzen. Die Versionskontrollsysteme haben so ein bisschen so eine historische Entwicklung hinter sich. Und zwar die ersten Versionskontrollsysteme, die waren nur lokal. Da war die Idee, ich kann als Entwickler auf meinem System auf alte Stände der Software zugreifen. Und das ist natürlich dann ganz sinnvoll, wenn ich irgendwie merke, ich habe jetzt einen Tag programmiert, aber da sind jetzt nur noch mehr Fehler drin. Ich möchte irgendwie diesen Tag zurücksetzen. Ja? Ich möchte irgendwie wieder auf den Stand kommen, den ich einen Tag davor hatte. Gut, das waren so die Systeme SCCS oder RCS.
die sind allerdings noch vor meiner Zeit gewesen. Dann gibt es zentralisierte Systeme, das heißt, ich habe das nicht mehr nur auf meinem Rechner, sondern es gibt einen Server und auf den Server schiebe ich meine Änderungen. Das heißt, auf dem Server kann ich quasi mir immer den aktuellsten Stand holen. Und da gab es eben CVS oder SVN, die da verbreitet waren. Wer hat von denen schon mal was gehört? CVS, SVN? Gibt es so ein paar? Sind vielleicht welche, die in der Industrie irgendwie schon mal gearbeitet haben und so auf Altsystemen noch arbeiten. Die meisten stellen inzwischen allerdings um auf verteilte Entwicklung und da gibt es eben Git und Mercurial. Zu Mercurial sage ich nachher noch was. Das Interessante ist, dass es da eine Entwicklung gibt. Eigentlich wollte man damit Probleme lösen bei der Softwareentwicklung. Man sieht allerdings, dass Systeme wie GitLab, mit GitLab werdet ihr ja auch arbeiten im Rahmen der Vorlesung, dass solche Systeme auch immer mehr für andere Zwecke eingesetzt werden, also generell für kollaboratives Arbeiten. Gut, was gibt es für Alternativen? Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, hattet ihr schon Datenbanken im Studium oder kommt das erst noch? Hattet ihr schon Datenbank-Management-Systeme, Datenbanksysteme? Okay, dann habt ihr das jetzt parallel und dann werdet ihr da irgendwo feststellen, in diesem Semester parallel, da gibt es eine andere Möglichkeit, mit solchen Konflikten umzugehen oder damit, dass mehrere Personen auf der Datenbank arbeiten, da gibt es zum Beispiel Sperren. Dann könnte man sagen, diese Tabelle ist jetzt gesperrt, so lange bis die Operation vorbei ist, die irgendwas ändert. Das ist hier in der Softwareentwicklung nicht denkbar. Wenn ihr euch vorstellt, da arbeiten 1000 Entwickler an 100 Dateien und das gibt es teilweise in der Praxis, dann ist es natürlich nicht denkbar, dass jeder nur eine Datei haben kann und jeder kann nur alle 10 Tage vielleicht mal einen halben Tag arbeiten. Gut, was jetzt interessant ist, wir können so ein bisschen auf so eine Entwicklung drauf gucken. Mal gucken, ob ich das jetzt hier... Oh. Nee, okay, wenn nicht. Okay, so ganz grob. Wir können nämlich drauf gucken, was sind denn so Google-Anfragen, was sagen die dann so eigentlich über diese Systeme und dann sehen wir das so ein bisschen grafisch, dass eigentlich Git das de facto Werkzeug ist. Ja? Deswegen bringen wir euch das hier auch bei und das ist eine ganz schöne Entwicklung. Als ich in eurem Alter war und studiert habe, da gab es irgendwie eine Reihe von verschiedenen Systemen. Man wusste eigentlich noch gar nicht, wo der Trend hingeht. Ist es relativ sicher, dass ihr in den nächsten Jahren zumindest mal nur was mit Git zu tun haben werdet. Gut, ich selbst habe da auch ein bisschen Erfahrung mit, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Hier mal ein Beispiel, was mich irgendwann so betroffen hat. Und zwar, ich hatte mal irgendwann eine Masterarbeit betreut und da war jemand interessiert. Ja, da waren irgendwie Git und Mercurial gerade so Hype-Themen und der hat die beide verglichen und in seiner Masterarbeit kam raus, Mercurial ist besser. Und das heißt nicht unbedingt immer, dass sich das Bessere durchsetzt. In dem Fall hat sich Git durchgesetzt und hier gab es irgendwann eine Nachricht für mich, dass quasi... auf Bitbucket, das ist so ein Service, den man nutzen kann, um verteiltes Arbeiten zu ermöglichen, dass da der Support für Mercurial eingestellt wird und das gibt es an immer mehr Stellen und tatsächlich sehen wir das auch schon in diesem Trend hier. Ja? Mercurial ist eine von diesen Kurven, die rote hier, die ist quasi de facto bei null, ja? Kaum noch jemand arbeitet mit Mercurial. Das heißt, die Werkzeugunterstützung wird auch eingestellt. Da sind wir wieder bei einem Software-Engineering-Thema. Ja? Wir hatten das letzte Woche mit Programmiersprachen. Ich muss halt mich für eine Programmiersprache entscheiden, die es möglichst auch noch ein paar Jahre gibt. Und ich möchte auch nicht alle Jahr oder alle 2 Jahre meine Versionsverwaltung austauschen. Aber das ist immerhin die gute Nachricht für euch. Ihr müsst euch nur um Git kümmern. Aber das ist vielleicht auch gar nicht ganz so einfach. Gut, damit es euch nicht so geht, man kann natürlich Git immer umgehen, indem man einfach wieder was alles neu runterlädt, wenn irgendwas mal nicht klappt. Das ist immer ein guter Fallback. Aber im besten Fall sollte natürlich ein bisschen wissen, wie man Git eigentlich benutzt. Und das wollen wir hier euch vermitteln. Prinzipiell, bevor wir jetzt zu Git im Detail kommen, möchte ich euch erstmal den Unterschied erklären zwischen zentraler Versionsverwaltung und dezentraler Versionsverwaltung. Zentrale Versionsverwaltung ist im Wesentlichen eine kleine Serverarchitektur, da sprechen wir später in der Vorlesung noch ein bisschen detaillierter drüber. Die Idee ist, ich habe mehrere Clients, mehrere Tablets, PCs, Laptops
und die verbinden sich alle zu einem Server und über den Server tauschen die sich aus. Was bedeutet das? Insbesondere hat dieser Server eine Hauptkopie. Das ist nicht sozusagen, es liegt nicht einfach auf jedem Client und Server irgendwie das Gleiche. Wir sehen das hier angedeutet in dem Bild, dass der Server hat hier so eine kleine Datenbank daneben. Und die Datenbank, die speichert eben spezielle Informationen ab. Das haben aber die Clients nicht unbedingt. So, was bedeutet das? Jedes Mal, wenn ich mit dem Client irgendwas machen will, wenn ich sagen will, ich habe jetzt hier neue Dateien, die sollen auch andere bekommen, dann muss ich mit dem Server kommunizieren. Ich muss immer mit dem Server kommunizieren und wenn ich sagen möchte, ich möchte Dateien von Client X auf Client Y bringen, dann muss ich die erst auf den Server bringen und von dem Server wieder runterladen auf den Client Y. Wie funktioniert das jetzt? Ich habe irgendwo einen Server und auf dem liegt ein sogenanntes Repository. Ein Repository ist einfach eine Dateistruktur, eine spezielle Dateistruktur, in der quasi einfach alte Versionen abgespeichert sind. Und diese Versionen heißen in diesem, bei diesen Versionskontrollsystemen heißen die Englisch Revision. Ich glaube, im Deutschen ist einfach wäre die Übersetzung Vision oder Revision. Kann man auch im Deutschen benutzen. Also es gibt da bestimmte Versionen auf dem Server. In dem Fall bin ich jetzt einfach mal von ausgegangen, es gibt 10 Versionen. Ne? Und die nennen wir jetzt einfach 1 bis 10. Gut, jetzt kann ich sagen, als Client bin ich daran interessiert, an irgendeiner Version, zum Beispiel an der aktuellen. Ne? Ich hole mir jetzt diesen aktuellen Stand und was ich dann hier habe auf dem Rechner, nennt sich Arbeitskopie. Das ist eine Kopie von der Software und zwar auf dem Stand der Version 10 und mit der kann ich jetzt arbeiten, ich kann dann eine Änderung machen. Jetzt kann ich aber auch sagen, ich möchte auf den Stand von vor 8 Jahren am Montag um 8.31 Uhr zugreifen. Und das ist eben dann in dem Fall vielleicht Version 5, ja? Vielleicht aber auch Version 531 oder so. So, ich kann also auch auf alte Versionen zugreifen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert bei Änderungen? Und für die lokale Kopie kann ich immer herausfinden, ob ich gerade Änderungen gemacht habe oder nicht. Und wenn ich Änderungen gemacht habe, kann ich diese Änderungen auch wieder hochladen. Und was dann passiert, ich kriege so eine neue Versionsnummer. Ja? Ich kriege dann eine neue Version, die heißt dann 11, damit an jeder Stelle jeder immer weiß, auf welchem Stand, auf welcher Version er eigentlich ist und dann kann ich mir auch diesen aktuellen Stand hier zum Beispiel wieder auf andere Clients holen. Gut, jetzt gucke ich nochmal, ob ich hier noch was vergessen habe. Genau, und insbesondere können wir jetzt eben diese Revisionen auch nehmen, um Dateien zurückzusetzen, um nochmal auf den alten Stand zu gehen, wenn ich jetzt irgendwie 3-4 Tage gearbeitet habe und merke, das führt zu nichts, ich will lieber zurück zu dem alten Stand, kann ich eben jederzeit zu dem alten Stand und auch bestimmte von diesen Schritten bestimmte Revisionen wieder vom Server löschen. Was ist jetzt der Unterschied bei diesem verteilten Arbeiten? Und diese verteilte Arbeiten ist eben der de facto Standard inzwischen geworden. Ja, das war das, was ich euch vorhin versucht hatte zu vermitteln anhand dem Schaubild. SVN und CVS nutzt kaum noch jemand heute und wenn dann auf irgendwelchen Altprojekten. Gut, was haben wir da? Da haben wir eine Peer-to-Peer-Architektur. Manche kennen das vielleicht von irgendwie File-Sharing oder ähnlichem. Das ist eben die Idee, dass ich Dateien auf einen anderen Rechner kopieren kann, ohne dass das immer über den Server laufen muss. Ich muss es eben nicht von einem Server runterladen oder auf einen Server hochladen, sondern ich kann es direkt verteilen. Ich hatte vorhin das Beispiel mit Windows, mit dem Patch Day von Windows. Windows hat, glaube ich, ab der Version 10 oder 11 umgestellt auf ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Und zwar könnt ihr da reingucken in eure Einstellungen. Die Default-Einstellungen in Windows sind, dass ihr nicht nur Software-Updates runterladet, sondern auch hochladet. Da steht meist irgendein Limit, ja, und ihr könnt das Limit auch anpassen. Ihr könnt auch sagen, es soll gar nichts hochgeladen werden oder nur in meinem lokalen Netzwerk, ja. Aber wahrscheinlich laden gerade ein paar von euch hier in dem WLAN einfach Software-Updates von Windows hoch. Das Ganze funktioniert über ein Peer-to-Peer-Netzwerk und ein Peer-to-Peer-Netzwerk wollen wir auch hier für Versionsverwaltung einsetzen. Wie funktioniert das? Wir sehen schon mal einen prinzipiellen Unterschied. Nicht nur der Server hat so eine Datenbank hier mit allen Versionen, sondern auch jeder Client. Das heißt, jeder Client hat selbst die komplette Historie, der hat selbst alle Versionen zur Verfügung. Und der Client kann so ein bisschen autark auch arbeiten und wenn der Server mal nicht verfügbar ist, kann ich trotzdem irgendwie weiterarbeiten. Wie funktioniert das? Also erstmal gibt es wieder ein Repository. Und es ist oft so, das ist ein bisschen verwirrend, warum man das dann dezentral nennt, aber dass ich jetzt auch wieder einen Server habe, auf dem das Repo erstmal liegt, aber das ist relativ flexibel, das könnte genauso gut ein anderer Client sein, von dem ich mir das hole, oder es könnte mehrere Server geben oder ähnliches.
Aber es gibt erstmal irgendwo dieses Repository und das kann ich mir kopieren. Das nennt sich Klonen. Das ist halt einfach so ein Fachbegriff, der sich da eingebürgert hat. Wir kopieren sozusagen oder englisch klonen dieses komplette Repository. Das heißt nicht nur so eine Arbeitskopie, sondern wir haben hier eine komplette Kopie von allen Versionen vorliegen. Und jetzt können wir uns eine Arbeitskopie erstellen. Und das sind tatsächlich zwei Schritte. Ich kann mir eben diese Datenbank von Versionen runterladen und dann kann ich sagen, und jetzt möchte ich eine Arbeitskopie haben. Jetzt möchte ich quasi an diese Dateien auch sehen auf meinem lokalen System. Vorher sind die vielleicht in irgendwelchen Dateien, ähnlich wie ZIP-Dateien sozusagen, komprimiert auf der Platte. Gut, und jetzt könnte ich hier auch wieder sagen, ich möchte mir vielleicht einen alten Stand angucken, ja, wie in dem Beispiel davor. Ich kann auch hier wieder Änderungen machen und jetzt kommt wieder ein Unterschied. Und zwar würde ich jetzt von meiner Arbeitskopie, kann ich auch dann, wenn ich keine Verbindung habe zum Server, weil der Server gerade offline ist oder weil ich in Deutschland bin, in einem Zug sitze und im Zug hat man typischerweise kein Internet, kann ich jetzt trotzdem einen lokalen Commit machen. Das ist vielleicht so ein bisschen so ein Anwendungsfall eher aus Deutschland. Vielen anderen Ländern passiert das nicht im Zug. Und erst dann kann ich es hochladen und das Interessante ist, und das sehen wir auch häufig sozusagen, wenn man die ersten Schritte macht mit Git dann zum Beispiel, dass nur dieser Schritt hier getan wird, ja, bis zur Abgabedeadline zum Beispiel, und es fehlt aber hier oben auf dem Server bei uns und wir gucken nach und auf dem Server finden wir nichts und da ist keine Abgabe. Ja, also ganz wichtig auch noch dieser zweite Schritt und wir gucken uns gleich an, wie diese Schritte in Kommandos dann heißen. Gut. Also, in dem Teil der Vorlesung ging es um Versionskontrolle. Das ordnet sich ein in das größere Fachgebiet von Konfigurationsmanagement. Wir wollen irgendwie mit verschiedenen Software-Systemen arbeiten, mit verschiedenen Versionen der Software arbeiten. Da gibt es verschiedene Aktivitäten, verschiedene Stadien der Entwicklung. Und ich habe euch zumindest versucht, so einen Einblick zu geben, was wollen wir eigentlich mit dieser Versionskontrolle, was haben wir da für Ziele und wie funktioniert das prinzipiell. Gut, jetzt ist die Idee, dass ihr euch reale Software-Systeme anguckt, auf die wir Zugriff haben. Es ist leider so, ich hatte vorhin das Beispiel vom Automobil oder auch von Windows, da werden wir nicht in den ganzen Quelltext reingucken können, aber ihr könnt einfach mal gucken, was gibt es für Projekte auf GitHub. Im Panda haben wir dazu einen Link gesetzt auf so GitHub-Projekte oder Projekte auf GitHub, die relativ weit verbreitet sind. Und ihr solltet euch das mal ein bisschen angucken, was ist da eigentlich die hauptsächlich verwendete Programmiersprache, wie viele solcher Entwicklungsschritte gibt es. Ja, ich führe später noch diesen Begriff Commit ein, den werdet ihr gleich brauchen, weil ihr das vielleicht irgendwo seht da als Schlüsselwort. Das ist ein anderer Begriff für Revision, ja, alles was ich eben als Revision bezeichnet habe. Ihr könnt aber auch gucken, wie viele Entwicklungsstränge gibt es vielleicht parallel und dann wollen wir das auswerten und wir nehmen da jetzt so 5 Minuten. Es ist die Idee, dass ihr einfach auf GitHub euch mal ein bisschen da rumklickt und da mal euch ein Projekt etwas genauer anguckt und danach sagt, wie groß war das, wie viele Commits gibt es in diesem Projekt. Gibt es Fragen zu dieser Aufgabe? Ja. Nochmal bitte. Das ist grob das Gleiche, das reicht uns erstmal für jetzt. Gut, sonst noch Fragen? Ansonsten können wir auch wieder bei der Interaktion, wenn wir wieder ein bisschen rumgehen, wenn ihr da noch Fragen habt, gerne nochmal melden. Dann viel Spaß, 5 Minuten laufen.
So, jetzt haben wir hier die Auswertung vom Pingo. Also die Projekte, die ihr euch angeguckt habt, hatten größtenteils irgendwie zwischen 100 und 1000 Commits oder 1000 und 10.000, so grob. Aber ein paar haben sich auch Projekte angeguckt, die irgendwie mehr als 10.000 solcher Commits haben oder, um in der Terminologie vom ersten Vorlesungsteil zu bleiben, Revisionen. Da gab es also verschiedene Schritte in der Software und teilweise gibt es eben 100.000 Schritte. Und das ist relativ interessant, weil das heißt jetzt nicht, dass es diese Software jeweils schon seit 30 Jahren gibt, sondern teilweise ist das Software, die es vielleicht erst seit 2-3 Jahren gibt. Und trotzdem gibt es schon so viele Schritte in der Software. Gut, gibt es noch Fragen, die Sie ergeben haben? Ihr solltet ja auch einfach so ein bisschen mal rumspielen mit den Projekten auf GitHub und da so ein bisschen die Seite kennenlernen. Unter Umständen brauchen wir das auch später nochmal. Gut, dann können wir weitermachen mit der Vorlesung. Also wie gesagt, die Idee war einfach, dass er mal so ein bisschen mitkriegt, was gibt es eigentlich da draußen und wie sieht das aus, wie sieht das in der Praxis aus, was ich euch hier, wo ich euch hier die Theorie zu vermittle. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich eigentlich mit so einem Versionskontrollsystem arbeiten, was sind die Operationen darauf? Da gibt es noch eine Frage, oder? Gut, und zwar, was gibt es für Operationen? Na, ich muss überhaupt erstmal irgendwie mit dem System arbeiten können und dafür gibt es so zwei grundlegende Operationen, die heißen Clone und Fetch. Und das ist jetzt hier bezogen auf Git, ja, und Git heißen die so, aber in vielen anderen Versionskontrollsystemen heißen die auch so oder so ähnlich. Gut, was macht jetzt Clone? Clone erzeugt eine Kopie von dem Repository. Also wie gesagt, das Repository ist quasi die Einheit von allen alten Versionen, wo ich über zum Beispiel eine Versionsnummer, jetzt hier auf den Folien nutze ich mir die Zahlen 1 bis 10, wo ich so eine Zahl auswählen kann und sagen kann, gib mir jetzt den Stand. Ja, ich möchte auf alle Dateien wiederkommen. Gut, ich kann also diesen Befehl ausführen, Clone Repository, und dann habe ich eine Kopie von dem Repository. Aber damit kann ich quasi nur nicht arbeiten. Das ist keine Arbeitskopie. Ich habe nicht wirklich die Dateien auf meiner Platte liegen, sondern ich habe einfach nur eine Kopie. Für diejenigen, die schon soweit waren im Praktikum, was ihr nach diesem Schritt bekommt, wir sind dann nicht ganz beim verteilten Arbeiten, da kommt er dann erst bei den späteren Aufgaben, aber ihr könnt bei euch lokal mal suchen nach einem Ordner, der heißt .git. Und wenn ihr den habt, das ist das, was wir hier mit dieser Datenbank meinen. Das ist quasi der .git-Ordner, wo alles drinsteht, was Git sozusagen braucht. Gut, wir können also dieses lokale Repository nehmen, wie gesagt, wir können jetzt wieder offline arbeiten, wir können das lokale Repository nehmen und ich kann mir daraus die aktuelle Arbeitskopie holen. In dem aktuellen Stand oder in dem alten Stand, alles möglich. Insbesondere, da gibt es noch so Feinheiten, dass man dann vielleicht bei dieser Arbeitskopie auch sagen kann, ich möchte vielleicht jetzt gar nicht alles haben von diesen Ordnern, ich möchte bestimmte auslassen oder ähnliches. Und jetzt können wir insbesondere auch angeben, wenn ich das standardmäßig mache, dann werde ich immer die aktuellste Version haben und der Begriff dafür in dieser Sprache ist Head. Das ist quasi der aktuelle Entwicklungsstand und wenn ich den aktuellen Entwicklungsstand haben will, dann wird er immer als Head bezeichnet. Gut, jetzt können wir uns noch angucken, was ist Fetch? Fetch würde Folgendes machen, Fetch lädt einfach das Repository runter. Ja, ich habe manchmal den Anwendungsfall, dass ich vielleicht, das Repository ist hier nicht aktuell, ja, das sehen wir, wir haben hier die Versionen 1 bis 10, hier oben gibt es die Versionen 1 bis 11 und wenn ich Fetch Repository gemacht habe, dann ist das hier aktuell. Das ändert aber nichts an meiner Arbeitskopie, in dem Fall. Ja, ich könnte quasi einfach auf meine Kopie weiterarbeiten, habe aber trotzdem alle Dateien, kann auf irgendwelche einzelnen Dateien vielleicht schon zugreifen oder ähnliches. Da gibt es Anwendungsfälle, wann das sinnvoll ist. Ich hatte mal den Anwendungsfall, dass ich dieses, ja, wobei, kommen wir vielleicht später noch drauf, genau. Gut, jetzt muss man aber irgendwie Änderungen machen. Ich muss irgendwie mal Änderungen anderen mitteilen können. Ja, das Fetch und Clone waren beides Operationen, wie ich von anderen den Stand bekomme, wie ich dieses Repository auf meinen Rechner kriege. Aber ich möchte auch selbst Änderungen mitteilen. Das heißt, was wir jetzt annehmen, ist, ich habe hier lokale Änderungen. Ja, ich habe hier meine Arbeitskopie 10, ich habe hier Änderungen gemacht, das heißt, ich habe hier ein paar Dateien hinzugefügt, ich habe eine Gitignore zum Beispiel angelegt oder ich habe neue Java-Dateien hinzugefügt, ich habe ein paar Java-Dateien geändert und jetzt möchte ich diese Änderungen quasi anderen mitgeben.
Und da habt ihr vorhin schon von dem Begriff gehört und auch eben so auf GitHub gesehen, da gibt es den Begriff von einem Commit. Commit ist sowohl dieser Prozess quasi, das einzuchecken, diese Änderungen quasi anderen zu verteilen, als auch dieser Begriff, zumindest in dieser GitHub-Welt, für eine Revision. Das ist nämlich genau der Unterschied. Das eine ist sozusagen eher dieser Prozess, wie ich da hinkomme zu einer neuen Revision, und streng genommen müsste GitHub da auf der Seite schreiben, wie viele Revisionen es gibt. Gut, jetzt haben wir also ein Commit, das sind Änderungen, und die kann ich jetzt zu meinem lokalen Repository hinzufügen. So, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, ja, das wäre die Hälfte der Aufgabe erfüllt, wenn ihr das jetzt macht bei einer Abgabe demnächst, weil wir können nur auf das hier oben zugreifen. Ja, wir haben typischerweise keinen Zugriff auf eure privaten Rechner, das hat auch seinen Zweck, das lassen wir auch so. Wir versuchen nicht hier irgendwie ranzukommen, sondern was ihr dann noch machen müsst, ihr braucht noch eine zweite Operation, mit denen ihr die Änderungen, die ihr gemacht habt, diese Commits, das können auch mehr als ein Commit sein, das können auch 10 Commits sein, wie ihr die quasi anderen mitteilt. Die Operation heißt Push, also Commit ist sozusagen lokal, das ist eine Änderungseinheit, ich kann da eine Nachricht hinschreiben, muss ich sogar in dem Fall bei eine Commit-Nachricht, und mit Push kann ich diese Änderung quasi anderen zur Verfügung stellen, das heißt auf den Server laden. Gut, vielleicht noch kurz ein Hinweis, wer hat das schon gesehen, die Commits haben andere Bezeichner bei Git, die heißen nicht 1 bis 10, sind nicht einfach nur Zahlen. Wie sind die auf GitHub bezeichnet, die Commits? Ja? Genau, das sind, glaube ich, 6 Zeichen aus Buchstaben und Zahlen. Und das ist ein Hash-Wert, der wird berechnet aus dem letzten Commit, den ich damit verändere, aus den Dateien, die ich verändert habe, aus der Commit-Nachricht, die ich angebe, aus meiner E-Mail-Adresse und aus meinem Namen und eventuell sogar noch der Zeitstempel. Und das dient dazu, dass ein Commit immer eindeutig ist. Und das braucht man tatsächlich erst bei dezentralen Versionsverwaltungssystemen, weil die zentralen, die haben ja immer einen zentralen Server, der das Gesamtwissen hat über das System. Der kann einfach hochzählen. Da reicht es, wenn der einfach hochzählt und sagt, naja, es war jetzt die Version 10, die nächste ist also 11. Ich habe das jetzt hier ein bisschen vereinfacht auf den Folien. Tatsächlich wäre es jetzt hier, es gibt zwar 10 Revisionen oder 10 Commits auf dem Server, aber die heißen dann nicht 1 bis 11, sondern die haben irgendwelche kryptischen Zahlenkombinationen. Und deswegen auch eine Sache, die ihr jetzt machen müsst, bevor ihr den ersten Commit im Praktikum machen könnt, ihr müsst nämlich auch euren Nutzernamen angeben, eure E-Mail-Adresse angeben, weil ohne den kann dieser Commit-Wert, Commit-Hash nicht berechnet werden. Gut, das ist also eine kleine Vereinfachung hier auf den Folien. So, gerade beim Rumgehen habe ich schon die ersten Commit-Nachrichten gesehen. Also die erste Commit-Nachricht, die ich gesehen hatte, war zum Beispiel Hello. Und das kann man natürlich machen, man kann da irgendwas reinschreiben. Aber es ist vielleicht sinnvoll, wenn ich auf den Stand von vor 8 Jahren zurückgreifen will, dass ich sehe, was waren dann die Änderungen. Ne? Was ist dann da wirklich passiert in diesem Schritt? Vielleicht stelle ich ja auch fest, durch diesen einen Schritt ist irgendwas kaputt gegangen. Dann möchte ich herausfinden, was ist da kaputt gegangen. Da werden wir in den nächsten Vorlesungen noch Sachen sehen. Aber das hier vielleicht ein Trend, den ihr auch bei euch beobachten werdet, dass die Commit-Nachrichten mit der Zeit, wenn man keine Lust mehr hat, vielleicht nicht mehr so aussagekräftig werden. Unser Ziel wäre natürlich im Praktikum, dass das genau umgekehrt abläuft. Ja, dass ihr vielleicht erst noch nicht so genau wisst, was ihr da reinschreiben sollt, und die dann eher besser werden über die Zeit und ihr uns zeigt, dass ihr verstanden habt, wie die aussehen sollen. Und das wollen wir uns jetzt angucken. Da gibt es tatsächlich Empfehlungen für, wie Commit-Nachrichten aussehen sollten. Ich habe eben schon angedeutet, eine Commit-Nachricht wird verwendet, um diesen Hash-Wert zu bestimmen. Das heißt, die wird mit einbezogen, die Commit-Nachricht. Das ist quasi egal, was ihr da reinschreibt. Der Hash-Wert wird dann vielleicht ein bisschen anders, das wird kein schönerer Hash-Wert. Aber die Commit-Nachricht ist halt dafür da, dass man später noch nachvollziehen kann, worum ging es da, was hat derjenige da gemacht. Und das ist insbesondere auch wieder, da sind wir wieder beim kollaborativen Arbeiten, es arbeiten verschiedene Personen zusammen, und wenn irgendwas kaputt geht durch einen einzelnen Commit, dann möchten vielleicht andere Personen auch später noch nachvollziehen können, was ist dann da eigentlich passiert.
Gut, wie sehen die aus? Eine typische Struktur von so einer Commit-Nachricht ist, wir haben erstmal eine Zeile, die gibt an, worum geht es da eigentlich? Das ist so eine Überschrift davon, Subject Line. Die sollte maximal 72 Zeichen enthalten. Das ist so eine Konvention. Fragt mich nicht, wie jemand auf 72 Zeichen kam. Das ist, vielleicht kann ich das Wort Commit noch davor schreiben und einen Doppelpunkt und ein Leerzeichen oder sowas. Irgend sowas könnte das sein. Dass man dann auf 80 Zeichen kommt. Ja, wir hatten ja gesagt, im Source Code ist so üblich, dass man nach 80 oder 100 Zeichen umbricht. Die Idee ist, dass man eben diese kompletten Titel eben lesen kann, dass ich nicht noch Umbrüche da drin brauche oder ähnliches. Das heißt aber nicht, dass der Titel dieser Commit-Nachricht, dass der schon alles enthalten muss, sondern der ist eher für Übersichten gedacht. Ja? Ihr könnt zum Beispiel euch auf GitHub, wenn ihr das wollt, könnt ihr das parallel machen, dann angucken, so eine Liste von allen Commits, dann stehen vorne die IDs und dazwischen steht irgendwie eine Liste mit diesen Nachrichten. Und da seht ihr quasi nur die Headline, ne? Die Überschrift. Und dann, typischerweise reicht das nicht aus, diese 72 Zeichen, um zu sagen, was man da gemacht hat, zumal wenn man jetzt vielleicht eine Woche erarbeitet hat, reicht es vielleicht nicht aus, es sei denn, man schreibt nur Hands, wie vorhin in dem XKCD. Wir wollen vielleicht was Aussagekräftiges schreiben, das heißt, es gibt dann diesen Message Body, da schreiben wir noch mehr Details rein und da hat man die Konvention, dass man diese Headline durch eine leere Zeile trennt und darunter seid ihr eigentlich flexibel, was er da macht. Ja? Also da möchte man natürlich vielleicht irgendwie schon in ganzen Sätzen darüber schreiben, aber die Idee ist, dass man da beschreibt, was man gemacht hat. Jetzt ist es noch ganz nett, GitHub und GitLab, ich habe die ja auch verlinkt und da sind auch die Beschreibungen verlinkt dazu, wenn es irgendwie mehr interessiert. GitLab hat noch mehr Funktionen, die werten tatsächlich diesen Body noch aus und die werten auch diese Nachricht oben noch aus. Wenn ihr da nämlich zum Beispiel Raute 42 schreibt, dann würde GitHub automatisch erkennen, aha, es gibt ein Problem, was irgendjemand geschildert hat unter der Nummer 42 und würde Links erstellen. Das heißt, wenn ihr auf der Seite seid, guckt auf den Commit, dann gibt es plötzlich einen Link zu einem Issue, dem Issue Nummer 42. Und andersrum wird in dem Issue 42 angezeigt, dass das in einem Commit verlinkt wurde. Das heißt, wenn jemand auf eine solche Änderung, die irgendwie mal passieren soll, drauf guckt und irgendein Entwickler überlegt, was er als nächstes implementiert, dann würde er eben nicht was anfassen von den Sachen, wo eben explizit schon steht, das ist schon irgendwo gelöst. Ja, das hilft, ist schon mal, zumindest schon mal grundlegend hilfreich. Was man auch machen kann, es gibt so gewisse Keywords, zum Beispiel Close, Fix, Resolve. Da gibt es aber noch mehr von und die sind teilweise abhängig davon, ob man GitHub oder GitLab benutzt. Und die helfen einem, dass das Issue automatisch geschlossen wird, sobald diese Änderung, sobald dieser Commit im Hauptentwicklungsstrang ist. Gut, jetzt gibt es noch eine Erweiterung davon. Die ist noch nicht so verbreitet, aber die wird euch vielleicht dann irgendwann mehr treffen und ihr könnt selbst mal bei den Repos gucken, die ihr euch eben angeguckt habt, ob die sowas schon verwenden. Und zwar ist das die Idee, dass die Commit-Nachricht nicht nur von Menschen gut gelesen werden können, sondern auch von Maschinen. Und dafür müssen wir uns neben eben solchen Sachen, ja, wie zum Beispiel diese Konvention, dass ich irgendwie mit Raute 42 ein Issue referenzieren kann, das ist jetzt ein Teil, was maschinenlesbar ist, wir wollen noch andere Sachen erkennen. Nämlich insbesondere wollen wir erkennen, was ist das eigentlich für eine Art von Änderung? Und da gibt es eine relativ simple Sprache, und zwar, ihr fügt einfach ein Präfix vor eure Commit-Nachricht. Ja? Also die oberste Zeile, die Überschrift, da fügt ihr Folgendes ein, entweder Fix, Feed, Breaking Change oder Refactor. Fix bedeutet, ihr habt hier ein Problem behoben, ihr habt nur das Problem behoben, da ist nichts sonst passiert. Feed bedeutet, ihr habt irgendwas Neues implementiert. Ja? Wenn WhatsApp hat irgendwann Videoanrufe oder Gruppenvideoanrufe erlaubt, dafür gibt es natürlich irgendeine Entsprechung im Code. Und da hätte eben der Entwickler, als wenn so ein Commit passiert, könnte da eben Feed dran schreiben und sagen, da ist ein neues Feature implementiert, da ist jetzt nicht bloß ein Bug behoben. Dann kann ich die schon mal voneinander trennen. Dann gibt es noch eins, das gucken wir uns übernächste Vorlesung an, glaube ich, werden wir da noch ein bisschen detaillierter drauf kommen. Wenn ihr zum Beispiel Umbenennungen macht, habt bloß eine Variable umbenannt oder habt den Code aufgeräumt, aber der sollte noch das Gleiche tun, dann schreiben wir da Refactor davor. Und dann gibt es noch eine Sache, die ist relativ hässlich aus Entwicklersicht, nämlich wenn jemand die Signatur von einer Methode ändert. Was ist das? Das ist der Name oder die Parameter. Warum ist das hässlich? Wenn ihr euch vorstellt, Log4j ist eine Bibliothek, ja, und die ist in 1 Million Systemen weltweit integriert
Und da entscheiden sich jetzt die Entwickler und benennen eine Methode um oder die fügen einen Parameter hinzu. Dann müssen in 1 Million Projekte, wenn die ein Update auf die neue Version machen wollen, müssen die überall Anpassungen machen. Und damit das kenntlich wird, an welchen Stellen, in welchen Commits das passiert ist, gibt es quasi ein spezielles Schlüsselwort. Und weil das so eklig ist im Code bei der Entwicklung, ist das eben groß geschrieben und heißt hier Breaking Change. Das ist eben eine Änderung am Code, die so, dass andere Systeme nicht mehr funktionieren werden. Gut, und was wir jetzt daraus machen können, ist tatsächlich so eine Art Semantic Versioning, da kommen wir später noch mal ein bisschen detaillierter drauf, dass man die erste Versionsnummer immer erhöht, wenn es Breaking Changes gab, die zweite Versionsnummer, wenn es neue Features gab und nur die dritte, wenn es Fixes gab. Und das, da könnt ihr auch mal drauf achten, dass viele Projekte nutzen das schon so. Wenn ihr also irgendwo eine Version findet und es gibt die Version 2.6.0 und 2.6.1, dann könnte es empfehlenswert sein, die Version 2.6.1 zu nehmen, weil die wahrscheinlich stabiler ist. Ja? Da sind bestimmte Probleme behoben, aber noch keine neuen Features entwickelt. Und manchmal, wenn ich Software runterlade und habe keine Lust, Versuchskaninchen zu sein, dann ignoriere ich Versionen, die mit irgendwie 2.0.0 anfangen oder sowas und versuche lieber eine Version zu finden, die schon ein bisschen länger da ist und wo schon ein paar Probleme behoben sind. Gut, damit ihr diese Conventional Commits mal seht, habe ich mal ein paar Commit-Nachrichten geschrieben, das ist jetzt schon ein bisschen her, 2020. Wir sehen quasi, es ist immer dieser Präfix vorne, wir sehen hier tatsächlich jetzt auch nur diese Commit-Nachricht, wir sehen irgendwie, wer das war, wann das war. Hier ist diese ID wieder, von der wir vorhin gesprochen haben, ne, der Hash-Wert, hier steht jetzt quasi nicht Version 1, 2, 3. Weil man eben vielleicht vorher noch gar nicht weiß, ist das eigentlich die erste oder zweite Version, weil das ja verteilt sein kann. Ne? Wenn zwei Leute gleichzeitig was machen, dann ist die Frage, hat er jetzt die 11 oder habe ich die 11? Dafür müssten die beiden sich absprechen, deswegen diese Commit-IDs. Gut, dann sehen wir, hier gibt es sozusagen viele Sachen, wo ich bei einem Taschenrechner quasi neue Features implementiert habe. Gibt es aber auch eins, wo ich irgendwie Klassen verschoben habe in ein neues Paket. Und das ist eben manchmal dann ganz hilfreich, wenn man im Nachhinein so eine Historie reinguckt und finden will, an welcher Stelle ist vielleicht ein Problem eingeführt worden oder an welcher Stelle wurde eigentlich welcher Code eingeführt. Und es kann mir auch helfen, wenn jetzt hier irgendwo Feed steht. Ja, und nehmen wir zum Beispiel mal Feed Enable Logging with a Singleton Pattern. Ja, Singleton Pattern lernen wir noch kennen in der letzten Vorlesung oder vorletzten Vorlesung. Wenn ich jetzt den Code finden will, ja, und sagen wir haben irgendwie 10.000 Zeilen Code oder noch mehr und ich möchte den Code finden, dann könnte ich einfach mal auf den Commit drauf gucken und könnte gucken, welche Dateien wurden denn angepasst, an welchen Stellen wurde Code hinzugefügt und teilweise ist das sogar noch so möglich, dass wir im Nachhinein nachvollziehen können, welche Zeile wurde eingeführt in welchem Commit, zu welchem Feature gehört die quasi. Gut, aber das alles funktioniert nur, wenn die Commit-Nachrichten irgendwie sinnvoll sind und da nicht nur Hello und Hands drinsteht. Gut, es gibt noch ein paar weitere Operationen, die wir uns jetzt angucken wollen, zum Beispiel Merge und Pull. Was bedeutet das? Wenn wir jetzt Änderungen haben bei uns und parallel sind Änderungen passiert auf dem Server und wir holen uns die quasi in unseren Klon vom Repository, dann wollen wir vielleicht die Änderungen in unsere Arbeitskopie übernehmen. Und da gibt es quasi einen gutartigen Fall. Ja, ich war einfach auf Arbeitskopie 5, ich habe nichts geändert. Ich möchte jetzt einfach auf Arbeitskopie mit dem Stand 11, ja, auf den, mit irgendeiner Commit-ID. Dann funktioniert das relativ gut, das nennt man Fast Forward, ist jetzt nicht so entscheidend. Dann komme ich da einfach hin. Es gibt auch Fälle, wo das vielleicht nicht so automatisch funktioniert. Es gibt Fälle, wo ich vielleicht Änderungen an der Datei gemacht habe und jemand anders hat Änderungen gemacht. Und da gibt es dann zwei Fälle. Entweder das Tool ist ja, smart genug, die beiden Dateien sinnvoll ineinander zu integrieren, diese beiden Änderungen von mir und von jemandem anders. Oder aber das Tool sagt mir, das hat nicht geklappt, das habe ich nicht automatisch geschafft. Was ist jetzt Pull? Pull sind eigentlich zwei Operationen, die wir schon kennen. Nämlich vorhin hatte ich euch ja die Operation Fetch vorgestellt, zur Erinnerung. Fetch holt uns einfach nur den aktuellen Stand vom Repository auf einem Server in auf unseren lokalen Klon. Und Pull ist sozusagen Fetch und Merge. Ich hole mir auch den aktuellen Stand in meine Arbeitskopie. Das heißt, der zweite Schritt hier ist der Merge. Und beides zusammen wird eben häufig verwendet. Und deswegen hat es eben ein separates Kommando. Und das ist eben so das Typische, was man macht. Ich hole mir erstmal die Änderungen, die in der Zwischenzeit passiert sind, mit git pull.
dann mache ich meine Änderungen mit Git Commit und dann schiebe ich die wieder hoch, mache die Verordnung verfügbar mit Git Push. Ja, das sind so die typischen Befehle, die man nutzt. Manchmal braucht man allerdings auch Fetch oder Merge separat. Gut, ich gucke gerade, genau. Jetzt hatten wir noch Git Ignore, wo wir euch einfach aufgefordert haben, bei einem Praktikum legt da mal was an und da stand noch nicht viel Erklärung dazu, ein bisschen Hintergrund dazu. Es gibt vielleicht manche Dateien, die ihr lokal auf eurem System habt, die aber andere nicht unbedingt brauchen. So ein Beispiel könnte sein, ihr habt jetzt so ein Paar und der eine hat einen Windows-Rechner, der andere hat einen Mac-Rechner. Dann legt der Mac-Rechner irgendwelche Dateien an. Ja, das sind meist versteckte Dateien, die sehen wir vielleicht gar nicht, wenn wir in die Dateiansicht und welche Dateien es da gibt. Dann gibt es Dateien, die brauchen andere Nutzer einfach nicht. Und dann ist es ganz praktisch, wenn ich die nicht mit hochlade. Ja, weil auf anderen Systemen können die vielleicht sogar Probleme machen, wenn die da sind. Das heißt, man überlegt sich, welche Dateien brauchen eigentlich andere, welche möchte ich hochladen. Und das können wir eben mit der Git-Ignore entscheiden und können sagen, bestimmte Änderungen sollen eben verhindert werden, dass die hochgeladen werden. Insbesondere sind es vielleicht nutzerspezifische Dateien, es sind vielleicht Dateien, die eben nur mein Betriebssystem anlegt. Ja, Windows und Mac sind da ganz gut, irgendwie immer irgendwelche für Bilder noch irgendwelche Unterdateien anzulegen. Ich habe vielleicht irgendwelche generierten Dateien. Ja, in einem Java-Projekt habe ich Class-Dateien. Es macht wenig Sinn, die Class-Dateien immer mit hochzuladen. Denn in diesen Class-Dateien, da wird der Merge zum Beispiel nicht automatisch funktionieren, sondern da haben wir dann immer einen Konflikt. Gut, und wir können einzelne Dateien angeben, wir können Ordner angeben, wir können auch so Wildcards angeben und sagen, alle Dateien mit der Endung Class, alle Dateien mit der Endung Log. Gut, und was ich dann machen muss, ist im Prinzip, ja, das ist ein bisschen vereinfacht hier, ich muss quasi sagen, bestimmte Dateien sollen jetzt ignoriert werden, da kann man diese .git-ignore-Datei, die kann man dann händisch editieren zum Beispiel und dann muss ich das hinzufügen und committen. Gut, dazu vielleicht noch ein Hinweis, was ich jetzt hier ein bisschen vereinfacht habe, ist, dass dieser Commit-Prozess eigentlich aus zwei Schritten besteht. Einmal muss ich mit git add sagen, welche Dateien füge ich hinzu, welche Dateien sollen jetzt eigentlich hinzugefügt werden und dann mit git commit lege ich den eigentlichen Commit an. Ja, das ist so eine Art zweistufiger Prozess. Ich kann mir immer überlegen, welche Dateien sollen jetzt alle mit in diesem Commit landen, welche Änderungen und dann den Commit danach erst durchführen. Gut, jetzt gibt's. Wer hat schon Branches entdeckt auf GitHub oder Forks? Gibt es ein paar Meldungen, die das schon gesehen haben. Tatsächlich haben wir nicht immer bloß einen Entwicklungsstrang. Ja, so ein Beispiel ist, es gibt Windows 10 und Windows 11 gibt es halt parallel. Ja, und die werden parallel weiterentwickelt. Es gibt Sicherheitsupdates, die es für Windows 10 gibt und auch für Windows 11. Es gibt welche, die es vielleicht nur für Windows 11 gab, weil das Problem gab es noch nicht in Windows 10 und umgekehrt. So, das heißt, wie wollen wir damit umgehen, mit dieser Entwicklung, dass das quasi so parallel läuft und manchmal brauchen wir vielleicht eine Änderung von da nach da und manchmal nicht. Was man da macht, ist sozusagen mehrere Entwicklungsstränge aufmachen. Und zwar machen wir das mit dem sogenannten Branch. Also ich kann mit Branches sagen, auf welchem Entwicklungsstrang will ich jetzt eigentlich gerade arbeiten. Und so kann ich nicht nur mehrere Versionen wie Windows 10 und Windows 11 quasi voneinander trennen, die Entwicklung, sondern ich kann auch sagen, das eine Team entwickelt jetzt an dem und dem Feature, das andere behebt gerade den und den Bug und die können ein Stück weit parallel arbeiten und haben ihren eigenen Stand von dem Repo. Ja? Nicht, weil der eine mal irgendwas eincheckt, was nicht mehr kompiliert, ist plötzlich das ganze Unternehmen lahmgelegt, sondern dann soll der bitte auf seinem eigenen Entwicklungsstrang arbeiten, wenn sowas passiert. Gut, hier in dem Beispiel sehen wir jetzt drei verschiedene Entwicklungsstränge. Hier ist ein kurzer, hier ist auch noch ein kurzer, hier ist ein etwas längerer. Und es könnte zum Beispiel sein, wir haben die Hauptentwicklung, sagen wir mal, das ist dann Windows 11, vielleicht ist das auch sogar schon Windows 12 oder 13. Und dann haben wir hier oben vielleicht noch einen anderen längeren Entwicklungsstrang. Und das hier könnten zum Beispiel so kürzere Branches sein, wo ich mal ein Feature entwickle. Und sobald ich sicher bin, dass das Feature wirklich in die Hauptentwicklung soll, würde ich quasi hier erstmal separat entwickeln und an irgendeiner Stelle muss ich wieder mergen. Das ist im Übrigen genau die Operation, die wir auch machen, wenn quasi andere was geändert haben an den Dateien und ich habe Änderungen gemacht, dann müssen die Änderungen zusammengeführt werden und diese gleiche Operation passiert hier auch, weil es könnte hier quasi auch Commits geben und hier gibt es Commits und die müssen zusammengeführt werden auf einen Stand. Ja, deswegen ist das als Merge bekannt. Gut, die Idee von diesen
parallelen Entwicklungssträngen ist, dass die irgendwann mal wieder zusammengeführt werden. Das muss aber nicht immer der Fall sein. Zum Beispiel bei Windows 10 und Windows 11 möchte ich quasi nicht alles von Windows 10 in Windows 11 mergen, weil da sind vielleicht Sicherheitsupdates drin, die Windows 11 gar nicht braucht und umgekehrt. Das heißt, manche sollen explizit parallel laufen, aber das typische, so ein Bugfix oder neues Feature implementieren, das soll dann irgendwann wieder drin landen. Aber potenziell deswegen, weil man eben auch entscheiden kann und sagen kann, das passiert in der Praxis häufiger, dass man irgendwas entwickelt und dann entscheidet, nee, das ist noch nicht auf dem Stand, wie es eigentlich sein sollte. Wir verwerfen das hier an der Stelle und probieren lieber einen anderen Weg. Gut, bloß ein Hinweis. Ihr könnt jetzt bei euch lokal auch mal gucken, die das Praktikum parallel machen, ob der Branch jetzt Master heißt oder Main. Master ist ein bisschen überholt. Da geht es darum, dass wir sozusagen die Nähe zu Sklaverei will man da irgendwie vermeiden. Und das kann man relativ einfach, indem man den eben nicht Master nennt, sondern Main. Und deswegen ist das inzwischen üblich. Und wenn das bei euch Master genannt wurde und ihr wollt in Zukunft nicht mehr, dass das Master genannt wird, sondern Main, müsst ihr bloß diese Zeile einmal in der Kommandozeile ausführen. Gut, und so sieht das aus, wenn man das später noch umbenennt irgendwie auf einem Repository. Gut, jetzt noch ganz kurz. Ich hatte schon angedeutet, dass so ein Merge automatisch passieren kann und manchmal händisch, dass man manchmal irgendwie, müssen wir selbst sagen, wie diese zwei Versionen jetzt zusammengefügt werden. Und das möchte ich euch anhand von einem Minimalbeispiel mal schematisch darstellen. Ja, das enthält noch nicht alle Facetten. Das Beispiel würde jetzt im Git noch nicht ganz so funktionieren. Da erzähle ich aber gleich nochmal was zu. Was passiert hier? Ich habe irgendwie ein Programm. Ja, ich habe eine Arbeitskopie auf dem einen Rechner und auf einem Repository ist ein anderer Stand. Und ich entscheide mich zum Beispiel, naja, nach dem Bar-Statement soll hier noch ein Zeilenumbruch kommen. So, das heißt, ich füge hier einfach in dem Programm eine neue Zeile danach ein. Jetzt kann es aber sein, in dem Repository passiert Folgendes, da wird davor eine neue Zeile eingefügt. Und jetzt möchte ich aber diese beiden Versionen zusammenführen. Ja, ich habe hier eine Arbeitskopie und ich möchte die mit dem Stand zusammenführen. Und jetzt die Frage, was passiert? Und in dem Beispiel kann es sein, das hängt ein bisschen von den Heuristiken ab, die Git im Hintergrund benutzt, die werden jedes Jahr komplexer, dass Git das sogar automatisch kann. Was Git quasi versucht, ist, es versucht zu jeder Änderung eine neu eingefügte Zeile, guckt sich ein paar Zeilen davor und ein paar danach. Wenn es die wiederfindet im Source Code, dann fügt es diese Zeile da ein. Das klappt aber insbesondere nicht. Ja, es kann sein, dass das der Fall jetzt auch noch nicht klappt, weil das die Änderung zu nah aneinander ist. Aber wenn man oben eine Zeile einfügt und jemand anders unten, dann würde das Git zum Beispiel automatisch schaffen. Das werdet ihr allerdings jetzt im Rahmen vom Praktikum vielleicht noch ein paar Mal sehen, spätestens nächstes Semester. Gut, was auf jeden Fall nicht, ganz kurz, wie Git Merge quasi von Entwicklern gesehen wird. Das mal in so ein paar Schritten, ja, da gibt es so Änderungen von der einen und von der anderen Seite und dann werden die zusammengeführt und dann gibt es bloß noch einen großen Kauderwelsch und man kann das Programm nicht mehr laufen lassen. Das ist so ein schematisches Bild. Warum kommt das beim Git Merge? Git Merge kann nicht immer die Änderungen, die beide oder verschiedene Personen gemacht haben, zusammenführen und ein Beispiel ist, wo es immer zu einem Merge-Konflikt kommen wird, wenn beide die gleiche Datei, die gleiche Zeile geändert haben. Wir hätten zum Beispiel auch, unsere Implementierung hätte auch so aussehen können, den Zeilenumbruch füge ich in der gleichen Zeile ein, ich füge hier das Wort foo in der gleichen Zeile ein und so würde das aussehen. Ja, es ist jetzt ein bisschen die Frage, was ist jetzt ein guter Weg, wie Git uns das mitteilt. Git kann natürlich an vielen Stellen Änderungen irgendwie schon gut übernehmen und an den Stellen, wo es das nicht schafft, fügt es so Zeichen ein, dass die wahrscheinlich in keiner Programmiersprache kompilierbar sind, die Programme. Deswegen sieht das so ein bisschen wild aus, mit diesen ganzen eckigen Klammern hier und hier eckige Klammern und diese Gleichheitszeichen. Das wird wahrscheinlich keine Programmiersprache akzeptieren. Wenn ihr eine Textdatei habt, dann steht einfach in der Textdatei das drin, da hilft euch kein Compiler, ja, das findet kein Compiler. Aber wenn ihr das in der Java-Datei drinstehen habt, dann wird euch der Compiler sagen, das kann ich nicht mehr kompilieren und zeigt euch diese Stelle an. Deswegen diese etwas anmutende Syntax am Anfang. Was steht hier? Und zwar steht hier am Anfang quasi, das war meine Version und das hier drunter ist die Version, die auf dem Server lag. Ich kann mir quasi beide Versionen angucken und kann entscheiden, was ich daraus mache. Und in dem Beispiel würde ich wahrscheinlich nicht einfach beide Zeilen übernehmen wollen. Ja, wir sehen sogar, die sind hier in der anderen Reihenfolge. Ja, es steht bar, der Zeilenumbruch und dann fubar. Da würde natürlich was anderes rauskommen. Das heißt, ich muss hier vielleicht händischen Aufwand reinstecken.
Ist relativ interessant, Augen auf bei der Jobwahl. Es kann euch passieren, dass manche von euch 80% der Entwicklerzeit damit verbringen, solche Merge-Konflikte zu beheben. Aus meiner Sicht ist das ein strategisches Problem, was wir machen bei der Softwareentwicklung, dass alle in Forks entwickeln. Ja, jeder. Es gibt ein Android, in dem Android gibt es natürlich immer Sicherheitsupdates und jeder Hersteller hat sein eigenes Android, der hat eine eigene Kopie, der verändert irgendwo den Quelltext. Und dann gibt es eben bei den Herstellern Entwickler, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als solche Merge-Konflikte zu beheben. Einfach, da gibt es eben Sicherheitsupdates, ja, die, oder eben auch nicht für euch. Ja. Schätze, dass einige von euch keine Sicherheitsupdates bekommen, weil einfach man bei Android oft nur für so 2-3 Jahre oder sogar weniger Sicherheitsupdates bekommt. Gut, ich wollte euch in dem Abschnitt so einen Überblick geben, was sind typische Operationen. Es gibt mehr. Ihr müsst euch auch noch ein bisschen einlesen. Gitignore war noch nicht ausführlich genug. Gitadd müsst ihr euch noch ein bisschen mit befassen, wie das eigentlich funktioniert. Aber es sollte so einen groben Einblick geben. Wie wichtig sind Commit-Nachrichten? Was ist eigentlich dieses Branching und Merging? Was sind diese Merge-Konflikte? Jetzt ist die Idee, dass ihr euch mal noch in Gruppen dazu austauscht. Dann nehmen wir uns wieder so etwa 5 Minuten. Warum spielt es eigentlich eine Rolle, ob Entwickler diese Conventional Commits benutzen? Das ist durchaus interessant, weil die meisten Softwareprojekte benutzen es im Moment noch nicht. Es gibt auch keine Studien dazu, wie viele das jetzt eigentlich schon benutzen, aber es gibt es als Konzept und manche Projekte setzen das um. Das heißt, es ist durchaus nicht klar, wo die Reise hingeht. Ja, bei 10 Jahren einfach nur noch Conventional Commits schreiben oder nicht. Das heißt, ihr könnt so ein bisschen diskutieren, wie sinnvoll ist das. Und würdet ihr vielleicht sogar so weit gehen und sagen, ein Commit sollte vom Server nicht angenommen werden, wenn er nicht dieser Konvention entspricht. Wann würdet ihr das vielleicht ablehnen, wann nicht? Gibt es Fragen dazu? Gut, dann viel Spaß beim Diskutieren. Nochmal. Dann lasst uns gerne weitermachen mit der Vorlesung. Haben sich da noch Fragen ergeben bei euch? Wollen wir noch irgendwelche in der großen Meute besprechen? Gerne schön laut sprechen, dass die anderen gleich mithören. Schön laut sprechen. Ja, also ich wiederhole die Frage nochmal für die da hinten. Also was ist denn, wenn ich irgendwie am Feierabend bin und ich möchte irgendwie Schluss machen, aber ich möchte schon, dass der Stand noch irgendwo auf einem Server liegt und nicht bloß auf meinem Rechner. Und da gibt es den sogenannten Feierabend-Commit. Das heißt, man macht einen Commit halt einfach zu Feierabendzeit. Allerdings sollte man dann vielleicht zusehen, dass er nicht auf dem Hauptentwicklungsbranch landet, wo man jedem anderen das Repo zerschießt, sondern ihr könnt natürlich jederzeit einfach einen neuen Branch anlegen, auf dem neuen Branch das hinzufügen und vielleicht auch in dem Titel von dem Branch irgendwie kenntlich machen, dass das irgendwie ein Zwischenstand ist oder das, an dem ihr arbeitet. Man kann nämlich nachträglich auch Commits wieder zusammenfassen zu mehreren Commits. Ja, wenn ihr jetzt einfach über die Zeit habt, ihr merkt, da waren noch Fehler drin, kann man, aber das, ich will euch nicht gleich überfordern, auch sowas kann man machen. Und ihr könnt natürlich einfach wieder einen neuen Branch anlegen, könnt eure Änderungen teilweise übernehmen oder nicht übernehmen und dann wieder neue Commits, die dann aussagekräftiger sind. Es gibt eine Studie dazu, und zwar hat man geguckt, je nachdem an welchem Wochentag die Commits gemacht wurden, Commits, die am Freitag gemacht wurden, führen viel häufiger zu fehlerhafter Software. Ja, die Personen sind einfach schon mit gedanklich im Wochenende oder wollen die Sachen eben noch schnell fertig kriegen. Und dann kann es eben dazu führen, dass die wissenschaftliche Abhandlung, wer die suchen will, die hat den Titel Don't Program on Fridays. Natürlich die Frage, was bedeutet das jetzt? Ja, also ich meine, es gibt Entwickler wie Google, die sagen, den Freitag haben die Entwickler für sich. Ja, vielleicht war das schon gut überlegt. Aber es ist natürlich die Frage, also verschiebt es das Problem dann nicht auf den Donnerstag? Gut, also das Problem gibt es auch in der Praxis. Wir wollen uns jetzt mal noch angucken, was haben eigentlich, hat eigentlich diese Versionskontrolle mit dem Ausliefern von Software zu tun? Und da gibt es eben diese Stichworte, diese Schlagworte Continuous Integration, Continuous Deployment. Wir gehen da in der Vorlesung bis relativ grob drauf ein. Wir kommen da auch in den späteren Vorlesungen noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, weil gewissermaßen ist das so ein Henne-Ei-Problem. Ja, eigentlich will ich euch erzählen, wie man entwickelt.
Und jetzt kann ich euch erst diese ganzen einzelnen Phasen erklären und wir haben erst die Testvorlesung und dann erzähle ich euch, was Continuous Integration ist. Ich habe mich jetzt hier mal für entschieden, dass ihr erst wisst, was Continuous Integration ist und dann gucken wir uns im Detail an, wie man eigentlich testet. Gut, erstmal, ihr erinnert euch vorhin an so die erste Inhaltsfolie, da habe ich gesagt, Konfigurationsmanagement, da gibt es so vier Phasen und eine davon ist System Building. Ist quasi, wie erzeuge ich diese Software? Und dazu möchte ich euch kurz das lesen lassen, die Definition. Gut, also das System, das hatten wir vorhin schon mal so als Stichwort sozusagen oder in Stichworten angedeutet. Das ist der Prozess, wenn ich ausführbare Dateien erzeuge und das mir sozusagen alles zusammensammle, externe Bibliotheken, zum Beispiel Log4j, von irgendeinem anderen Repo mir hole und alles zusammenführe. Das ist vielleicht auch Dokumentation, das sind irgendwelche Konfigurationsdateien, weil vielleicht das System, was ich jetzt kompiliere, braucht vielleicht gewisse Pfade. Ja, damit so ein Webserver funktioniert, muss der halt wissen, unter welcher IP er erreichbar ist oder ähnliches. Wenn wir jetzt Systeme bauen, oder Englisch bilden, dann haben wir quasi drei verschiedene Systeme, die relevant sind fürs Bauen. Und zwar haben wir prinzipiell mal das Entwicklungssystem. Das ist jetzt bei euch einfach der Laptop, auf dem ihr entwickelt. Das ist also das System, mit dem der Entwickler selbst arbeitet, wo ihr den Source Code editiert, wo ihr vielleicht später einen Debugger öffnet, Fehler findet, wo ihr reinguckt, was habt ihr für Änderungen, wo ihr die Commit-Nachrichten schreibt und so weiter. Das ist das Entwicklungssystem. Auf diesem Entwicklungssystem werden wir nicht nur die Software schreiben, sondern wir werden sie vielleicht auch ausführen. Wir werden vielleicht auch mal damit testen. Ihr werdet, wenn ihr mit diesem Taschenrechner weiterentwickelt, werdet ihr da vielleicht mal einen Button hinzufügen. Dann startet er die Applikation, guckt, ob der Button da ist. So, das ist das Entwicklungssystem. Jetzt gibt es aber noch zwei andere Systeme, die relevant sind. Und zwar möchte ich erst mit dem Target Environment anfangen, also mit der Zielumgebung. Das kann zum Beispiel sein, wenn ihr die Kontrollsoftware für ein eingebettetes System im Fahrzeug entwickelt, dann soll die halt nachher im Fahrzeug laufen. Dann gibt es da so ein kleines ECU, so ein kleines Steuergerät und auf dem soll die Software laufen. Dann ist das natürlich ein anderes System, als auf dem ich entwickle. Und es kann durchaus sein, dass sich das anders verhält. Ja? Ihr testet die Software vielleicht auf eurem System und stellt fest, ja, läuft einwandfrei. Aber vielleicht läuft sie eben nicht mit den gleichen Daten, läuft vielleicht nicht im Fahrzeug, weil ich weniger Speicher zur Verfügung habe, weil der Prozessor nicht so schnell ist, weil das für den Prozessor anders kompiliert wird und ich habe da vielleicht nur ein 32-Bit-System und kein 64-Bit-System. Das heißt, da gibt es viele Unterschiede. Und das muss man natürlich wissen, weil ich kann mit dem Testen auf dem Entwicklungssystem prinzipiell nicht alle Fehler finden, sondern an irgendeinem Punkt muss ein Fahrzeug gebaut werden, da muss die ganze Software rein, da muss die Hardware rein und dann muss man Leute anheuern, die mit diesem Fahrzeug versuchsweise rumfahren. Ist ein beliebter Job an manchen Standorten, wo so ein Werk jetzt vielleicht nicht so weit entfernt ist. Ich war mal eine Weile in Braunschweig und da hatten viele Hiwis oder viele Studis so als Hiwi-Job, als Werkstudentenjob, dass sie mit so einem Fahrzeug rumfahren. Ist natürlich immer ein bisschen gefährlich auch, ja, weil die fahren vielleicht erstmal auf einem Gelände rum und dann nicht sofort direkt im Straßenverkehr. Aber es müssen solche Tests auch passieren, weil ein gewisser Fehler vielleicht erst im Zusammenspiel mit anderen Teilen passiert. Gut, und jetzt gibt es noch eins, was dazwischen steht und was relativ wichtig ist aus Sicht der Software Engineering oder aus Sicht der Softwaretechnik, und das ist der Build-Server. Das heißt, wir werden nicht immer alles kompilieren, alles testen auf unserem Einzelsystem, sondern für manche Sachen brauchen wir vielleicht einen Cluster, brauchen wir vielleicht mehr Rechenpower. Wir wollen vielleicht, dass manche rechenintensive Operationen auf einem extra Server laufen. Und vielleicht hat der Server auch Zugang zu mehr Systemen, kann sich irgendwie vernetzen, kann vielleicht Teile irgendwie nur neu bauen. Und jetzt die Frage, wann macht man sowas? Und als die Rechenleistung noch nicht so gut war, gab es an vielen Stellen sowas wie Nightly Builds. Was heißt das? Naja, wenn alles kompilieren, alles testen, wenn dieser Vorgang vielleicht sowas wie 6 bis 8 Stunden dauert, dann mache ich das eben nicht bei jedem Commit. Ja? Wenn ich auf so einem System, und ihr könnt ja gucken, wie viele Commits eure GitHub-Systeme, die ihr euch angeguckt haben und pro Tag haben, dann können wir nicht immer 6 bis 8 Stunden investieren, um das zu testen, sondern dann machen wir das vielleicht einmal in der Nacht
Und dann kriegen wir aber am nächsten Tag Bescheid, wenn irgendwas davon nicht geklappt hat. Ja, deswegen heißen die Nightly Builds, weil die typischerweise über Nacht liefen. Inzwischen gibt es mehr einen Trend dahin, dass man das bei jedem Commit macht, aber bei jedem Commit versucht, den Testaufwand möglichst zu reduzieren, dass da quasi nicht immer alles komplett neu getestet wird. Da sprechen wir auch in einer späteren Vorlesung nochmal drüber. Das sind allerdings drei verschiedene Plattformen und es kann wieder sein, auf dem Server gibt es irgendeinen Fehler, den gibt es bei mir nicht oder den gibt es nachher im Fahrzeug nicht und umgekehrt. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, dass es drei verschiedene Systeme gibt. Gut, jetzt gibt es eine Reihe von Werkzeugen, die man irgendwie für dieses Bauen, für das Kompilieren, aber sozusagen ja, ausführbare Software zu erzeugen, was man da alles braucht. Erstmal gibt es vielleicht irgendwie Build-Skripte. Ja, das heißt, ich sage, zuerst muss ich mal alle Bibliotheken runterladen, dann muss ich die in Ordner packen, dann muss ich Java zum Beispiel auch sagen, wo findet es dann all die Bibliotheken. Ich möchte immer gegen den aktuellen Stand zum Beispiel kompilieren, dann muss ich die natürlich am Anfang runterladen. Sowas kann vielleicht automatisch generiert werden. Wir setzen hier eine Vorlesung Maven dafür ein zum Beispiel. Das nimmt einem solche Sachen dann ab. Gut, dann gibt es eine Integration vielleicht mit Versionskontrollsystemen. Das heißt, sobald ihr einen Commit macht, werden an anderer Stelle auf einem Build-Server wird zum Beispiel dieser Build getriggert. Also es wird ein neuer Build aufgerufen und es wird da das nochmal separat kompiliert. Und zum Beispiel ist es so, bei der Entwicklung vom Linux-Kernel, da kann man zum Beispiel auf die Mailingliste einfach eine Änderung schicken. So läuft viel der Entwicklung da noch ab. Und dann kriegt man nach 2 Stunden etwa eine Antwort, manchmal auch schon ein bisschen eher, wenn es schon eher irgendwie Probleme gab, aber nach 2 Stunden etwa kriegt man eine Antwort und dann sagt der Build-Server, ich habe das hier auf 200 verschiedenen Systemen getestet und unter dieser Konfiguration gab es vielleicht ein Problem oder ja, nur bei einer 64-Bit-Hardware und auf dieser speziellen Hardware gab es vielleicht ein Problem. Gut, da gibt es also eine Integration, Versionskontrolle zum Bauen von Systemen. Wir wollen irgendwie Aufwand vermeiden, wir wollen nicht jedes Mal von Grund auf alles neu kompilieren. Das heißt, wir wollen beim Rekompilieren irgendwie nur die geänderten Teile neu kompilieren, das ist gar nicht so einfach. Dann wollen wir das eigentliche ausführbare System komplett erstellen. Dafür gibt es nicht nur das Kompilieren, also Java zu Class-Dateien, sondern es gibt teilweise noch das, was verbunden werden muss. Es muss überhaupt erstmal eine Bibliothek verbunden werden. Das kommt ein bisschen auf die Programmiersprache an, wie aufwendig das ist. Wir wollen vielleicht Tests automatisch ausführen. Das gucken wir uns später noch an, wie wir überhaupt automatische Tests schreiben können. Ja, so ein manueller Test wäre jetzt, ich setze da einen Studenten rein, eine studierende Person, der oder die mit dem Fahrzeug rumfährt. Das wäre hochgradig manuell, wohingegen vielleicht da relativ viel mitgeloggt wird, ob es irgendwie zu Problemen kommt. Aber wir wollen natürlich viel schon automatisch machen. Wir können nicht immer erst jemanden in das Auto setzen, um das zu testen. Gut, dann wollen wir vielleicht einen Report, wir wollen vielleicht sehen, wie oft schlagen die fehl, welche sind fehlschlagen, welche nicht, wie viele von den Testfällen laufen durch oder irgendwie Dokumentation auch generieren. Was ist jetzt dieses Continuous Integration, wovon alle mal reden? Da lasse ich euch erstmal kurz lesen. Gut. Jetzt haben wir das eine Hypewort auf ein anderes Hypewort zurückgeführt, nämlich Continuous Integration auf das Hypewort agile Methoden. Wir kommen zu agilen Methoden noch ein bisschen später, aber für jetzt reicht erstmal aus. Fast die komplette Software, die heute entwickelt wird, wird agil entwickelt, so nennen wir das, da kommen wir später nochmal drauf. Aber tatsächlich ist die Idee, dass wir möglichst häufig unsere Software auch ausliefern. Ja, und wenn ihr irgendeinen Webservice nutzt, wie Google Docs oder ähnliches, dann ist damit zu rechnen, dass ihr, während ihr den benutzt, ihr schon mit mehreren Versionen der Software arbeitet habt, aber ihr kriegt es vielleicht gar nicht mit. Und manchmal kriegt er vielleicht, das ist dann relativ selten, kriegt er vielleicht einen Fehler angezeigt und dann drückt er einmal auf Refresh und dann geht es plötzlich wieder. Und was im Hintergrund passiert ist, es wird erstmal an 2% der Nutzer oder noch einen geringeren Teil der Nutzer ausgeliefert, eine solche Änderung. Dann wird das getestet. Wenn es da zu Problemen kommt, setzt man das automatisch zurück und dann arbeiten alle wieder mit der alten Version. Ja, und so passiert das quasi. Man möchte aber möglichst häufig diese Auslieferung haben. Jetzt gibt es eine Reihe von Werkzeugen dafür, die sich so über die Zeit entwickelt haben. Es gibt tatsächlich auch Tools aus Deutschland. Ich glaube, Travis CI, die sitzen zum Beispiel in Berlin.
Da gibt es quasi eine Reihe von Werkzeugen. Wir sehen auch, manche wurden schon eingestellt. Ja, Hudson wurde die Entwicklung zum Beispiel 2017 eingestellt. Auch da muss man natürlich ein bisschen gucken, was sind eigentlich Werkzeuge, die vielleicht in der Zukunft auch noch eingesetzt werden. Jetzt ist es relativ wichtig, dass man eine bestimmte Reihenfolge hat, wenn man entwickelt mit so einem Versionskontrollsystem und mit Continuous Integration, dass man weiß, ist ein Fehler jetzt eigentlich, der hier auftritt auf meiner Maschine, ist der eigentlich von mir oder ist der von jemandem anders? Und was dafür wichtig ist, ist, dass man sich sowieso erstmal den aktuellen Stand holt. Ja, weil nichts ist schlimmer, als 80% seiner Zeit mit Merge-Konflikten zu verbringen. Ihr wollt also erstmal auf dem aktuellen Stand sein. Ihr müsst euch erstmal die Änderungen, die es alle gab, in der Zwischenzeit, seitdem ihr das letzte Mal in der Software arbeitet habt, müsst ihr euch holen. Also mit Clone und Fetch machen wir das. Wenn es möglich ist, wenn es die gibt, dann solltet ihr quasi auch automatisierte Tests irgendwie ausführen. Die gibt es jetzt in den Taschenrechnern noch nicht, die bauen wir da vielleicht noch ein. Dann macht ihr eure Änderungen und ihr fangt jetzt nur an mit den Änderungen, wenn vorher die Tests auch durchgelaufen sind. Und wenn ihr jetzt eure Änderungen macht und vorher sind die Tests durchgelaufen und danach laufen die nicht mehr durch, ja, und irgendein Test sagt, hier gibt es jetzt einen Fehler, dann wisst ihr also, der kommt von eurer Änderung und der kommt nicht von dem, was sowieso, was schon jemand anders zum Beispiel als Feierabend-Commit eingereicht hat. Gut, dann gucke ich eben auch, ob lokal meine Tests ausgeführt werden. Dann würde ich das quasi von meinem Feature-Branch vielleicht auf den Hauptbranch übernehmen und dann würde der Build-Server loslaufen und der könnte jetzt quasi auch nochmal nachgucken. Auf dem Build-Server können auch nochmal Tests ausgeführt werden. Vielleicht findet der noch andere Fehler, die bei mir lokal nicht passiert sind. Vielleicht testet er auch mehr ab, als ich lokal testen kann. Gut, das überspringe ich mal aufgrund der Zeit, sagt aber nur, dass wir immer mehr Software as a Service haben, immer mehr Software als Software Services im Web. Jetzt noch einen anderen Begriff. DevOps ist die prinzipielle Idee, ich möchte nicht, dass Verantwortung hin und her geschoben wird. Wenn eine Software nicht funktioniert, dann gibt es die Programmierer und die Programmierer sagen natürlich, na, die Admins haben das falsch konfiguriert. Ne? Also ich habe natürlich keine Fehler gemacht, die Admins haben da bloß irgendwas nicht richtig installiert oder irgendwas funktioniert da nicht. So, die Administratoren, bei denen ist das umgekehrt, wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann sagen sie mal, ja, die Programmierer haben was falsch gemacht. Ja? Ich habe natürlich keinen Fehler gemacht, ich habe mich ja nach der Anleitung gerichtet, ich habe alles richtig aufgesetzt, ich habe die Programme richtig installiert. Und das möchte man als Nutzer von der Software natürlich nicht, dass man eigentlich nur zwischen Leuten hin und her geschoben wird und keiner weiß, wer eigentlich für verantwortlich ist. Jetzt gibt es noch andere Probleme. Die Programmierer wollen und werden teilweise auch angewiesen, dass sie häufig Änderungen machen. Zum Beispiel, um eine Sicherheitslücke zu schließen. Die müssen halt immer mal wieder solche Änderungen machen. Und Administratoren wollen vielleicht, folgen vielleicht dem Slogan Never Change a Running System. Das heißt, da gibt es Sachen, die gegeneinander laufen. Und man hat festgestellt, dass es viele Probleme sozusagen in der Softwareentwicklung daraus entstehen, dass das unterschiedliche Leute sind und unterschiedliche Teams sind. Und die Idee von DevOps, ne, wir bringen die einfach in ein Team. Ja, die müssen einfach zusammenarbeiten. Also die Teams, die die Software entwickeln, die werden sie danach auch ausführen. Die werden auch dafür sorgen, dass das System 24/7 laufen kann. Und die Idee ist, dass wir eben entwickeln, dass, was wir entwickeln, liefern wir selber aus und wir müssen selber für verantwortlich sein, dass das Ganze funktioniert. Gut, ist hier nochmal ein bisschen ausführlicher beschrieben, ist aber im Wesentlichen das, wie heute Entwicklungsteams arbeiten. Hier nochmal etwas grafisch. Es gibt also irgendwann den Punkt, wo ich plane, was für Änderungen mache ich. Ja? Ich hatte vorhin den Begriff vom Änderungsmanagement. Ich plane, was will ich für Änderungen machen. Ich mache diese Änderungen, ich habe in irgendeiner Form teste ich, ob das passiert. Ja? Ich hatte vorhin das Beispiel, ihr guckt halt, ist in der GUI auch der neue Button drin. Dann wird das Ganze ausgeliefert. Dann wird es konfiguriert und herausgegeben an andere. Und dann kommt eine Phase, wo ich gucke, funktioniert das eigentlich richtig? Ja, und was die großen Tech-Giganten halt alle richtig machen, ist, die gucken, die kontrollieren, welche ihrer Änderungen funktionieren eigentlich gut und welche nicht. Und die, die nicht gut funktionieren, die nehmen sie wieder zurück und das passiert automatisiert. Und ich könnte das aber wieder als Eingabe nehmen und könnte sagen, da muss ich halt was anderes entwickeln, da muss ich das ändern. Gut, also im letzten Teil ging es darum, ich wollte euch so ein bisschen nahelegen, was ist eigentlich dieses Continuous Integration, was ist die Continuous Deployment? Wir haben da prinzipiell mit drei Entwicklungsplattformen zu tun, mit drei verschiedenen Plattformen, auf denen unsere Software dann läuft.
Und da gibt es verschiedene Schritte und insbesondere das Konzept, dass der Betrieb und die Entwicklung von Software in einem Team funktioniert. Wir haben jetzt für euch noch ein Quiz. Das könnt ihr jetzt machen, könnt ihr aber auch später machen. Da gibt es noch mal einige Fragen in Richtung Versionsverwaltung. Das könnt ihr aber gern auch später nutzen, um euch auch zum Beispiel für die Prüfung vorzubereiten. Ich würde jetzt im Anbetracht der voranschreitenden Zeit, muss noch mal ganz kurz darauf aufmerksam machen, es gibt jetzt ein neues Aufgabenblatt für euch im Moodle oder zumindest in wenigen Minuten oder so. Das sind quasi die Aufgaben, die dann in der nächsten und übernächsten Woche in der Übung besprochen werden. Also auch da könnt ihr euch schon wieder darauf vorbereiten. Dann Dankeschön für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns in einer Woche.